Dann möchte ich euch, liebe Teilnehmer, gleich mal begrüßen zu unserem JFD Workshop am heutigen Montag hier am 10.2. mit ja einem Debüt sozusagen. Ich freue mich hier heute als Gast unseren ja Partner und auch eben Gastreferenten an den Start zu bringen. Thomas Wittner, seines Zeichens aus Österreich, freue ich mich sehr, dass wir endlich hier zusammengekommen sind. Ich werde nachher oder in Kürze vielmehr das Mic auch gleich weiterschalten, um dann sozusagen heute das Thema, ihr seht es ja schon im Rahmen des Workshops, die besten Entries finden. So geht's. Da können wir noch ein kleines S einbauen. Aber grundsätzlich geht es eben darum, dass wir hier natürlich den Marktzugang finden und eben wie man diesen ja analysiert, dann das Ganze navigiert und eben hier seine Entries entsprechend findet. Das Ganze baut natürlich hier auf einer Wissensvermittlung auf. Ihr wisst das ganz zu Beginn. Ja, die Regeln wollen es so, dass wir nochmal darauf hinweisen, dass es eben hier keine Anlageberatung und Anlageempfehlung ist, sondern eben alles auf eigenes Risiko läuft, wenn ihr denn selbst agiert und handelt. Und das werde ich natürlich hier an der Stelle auf jeden Fall nochmal transportieren. Und insofern wisst ihr eh Bescheid, wie man das handhabt. Wer JFD ist, wisst ihr hoffentlich auch, sonst wäre wahrscheinlich nicht zum Webinar gestoßen. Wir haben hier regelmäßige Webinare zur Ausbildung und Weiterbildung, da wir hier den Win-Win-Gedanken verfolgen, eben dessen, dass wir hier bestrebt sind, dass unsere Kunden erfolgreich sind und deswegen eben auch hier immer wieder auch eine Brücke bauen zum Wissen, eben auch hier zum neuen Wissen. Und da freue ich mich eben, dass wir heute unseren Thomas Wittner am Start haben, der hier auch mehr auch in den Schwerpunkt der Aktien gehen wird. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber das sei gleich gesagt. Heute ist das Thema eben auch der Aktienhandel beziehungsweise die Aktienanalyse. Und da wisst ihr ja, dass wir hier auch relativ, ja, vorreiterisch aktiv waren im Rahmen des kostenlosen Aktienhandels. Hier sei natürlich bemerkt, dass es hier kein Hochfrequenzhandel geben darf, sondern vielmehr das Ganze im klassischen Investment-Sinne und eben auch im aktiven Handel zu sehen ist, aber hier kein Millisekundenhandel stattfinden darf, denn dies ist natürlich für uns definitiv ein Kostenfaktor. Aber wir wollen natürlich auch jetzt im Rahmen des Changings zur Bank, also vom klassischen Broker mittlerweile ja eben auch zur Bank, hier eben auch die Investmentsparte wesentlich besser bedienen. Und hier sind natürlich Aktien natürlich unter Kursgesichtspunkten sehr interessant, aber insbesondere auch unter Dividendensicht, dem eigentlichen Ursprung der Aktie als Unternehmensbeteiligung natürlich hier erwähnt an dieser Stelle. So dann, wir wollen reinstarten in die nächsten gut 60 Minuten. Ich würde auch mal kurz das Mic schon an Thomas rüberleiten, bevor ich dann den Bildschirm abgebe. Thomas, hallo an der Stelle. Ja, hallo, lieber Christian. Freue Super. mich, dass ich da sein darf. Könnt ihr mich hören, alle? Wunderbar, genau, das ist genau die Frage. Könnt ihr den Thomas auch hören? Ich freue mich, dass du dabei bist, weil, wie gesagt, Zeit ist ja das kostbarste Gut überhaupt. Insofern vielen Dank, dass du die Zeit nimmst. Und Ton ist gut, höre ich Gerne. hier gerade. Auch danke für das Wunderbar. Willkommen, Feedback, Heiko, vielen Dank für das Webinar, aber gern doch. Wunderbar, Gottlieb, Udo, Ottmar. Wie gesagt, auch hier gleich mal vorab gefragt, lieber Thomas, willst du denn, wenn denn Fragen kommen, weil wir die Chat-Option natürlich hier haben, gleich reingekritscht bekommen die Fragen oder ist es dir eher lieber, wenn wir das zum Schluss machen? Erfahrungsgemäß würde ich eher gegen Schluss tendieren, weil da sonst komme ich da einfach ein bisschen auch durcheinander. Also bitte machen wir am Ende einfach eine Fragerunde, wo ich gerne auf alle Fragen eingehe. Wenn die Zeit nicht reichen sollte, dann bin ich ja auch per E-Mail oder sonst irgendwas erreichbar. Super, das nehmen wir direkt mal so hin. Dann danke an der Stelle für die Info. Liebe Leute, ihr seid trotzdem angeregt, natürlich wie auch jetzt eben der Soundcheck und den Bildcheck, hier ruhig in die Interaktion zu gehen, also in den Chat eure Fragen sozusagen zu stellen. Ich würde es dann ein Stück weit sichten und sammeln und dann eben zum Ende hin an den Thomas weiterleiten, gerade wenn auch Fragen doppelt natürlich auftauchen. Also insofern seid ruhig aufgerufen da, wenn eine Frage auf dem Herzen liegt, diese reinzuschreiben. So, dann will ich jetzt gar nicht mehr so viel der Vorrede in Anspruch nehmen. Thomas, ich gebe dich mal zum Moderator oder ich ernenne dich vielmehr zum Moderator. Und zwar Okay. jetzt wirst du gleich die Bildschirmauswahl bekommen. Dann stelle ich dir gleich auch nochmal die Frage an die Teilnehmer. Seid ihr bereit? Jawohl, ich sehe schon mal, so finden Sie die besten Trades. Genau. Kurz mal Bestätigung, liebe Leute, das müsst ihr auch sehen, wenn bei mir hier die Button alle grün leuchten, sehe ich das genauso, dass wir deinen Bildschirm sehen. Thomas, wunderbar. Und Wunderbar. insofern freue ich mich, wie gesagt, dass du jetzt hier die nächste Stunde uns ja hier abholst im Rahmen der Entries. Und wir sind mal alle sehr gespannt, um was es sich dreht. Und ich freue mich, wie gesagt, das Debüt ist heute sozusagen unser Wochenauftakt. Und ich hoffe, da können noch viele, viele Webinare folgen. Da bin ich auch, liebe Leute,
auf euer Feedback natürlich angewiesen. Teilt uns das bitte gern mit, wie ihr das Webinar fandet, was ihr noch für Verbesserungen habt. Wir können auch nur wachsen, wenn ihr uns da auch Inputs gibt. Und da bitte auch, wie immer, support@jfdbank.de oder auf unserer Website dann gleich zu finden. Also, jetzt, the stage is yours, wie der Uri Geller mal zu sagen pflegte. Und dann würde ich sagen, Thomas, ich bin gespannt. Okay, lieber Christian, vielen herzlichen Dank. Ja, hallo an alle, die sich die Zeit genommen haben, die nächste Stunde hier mit mir gemeinsam verbringen möchten. Und wir sprechen heute über das Thema, so finden Sie die besten Trades oder die besten Entries, egal welche Formulierung man hier verwendet. Es geht ja letztlich im Trading um das Thema Qualität. Zumindest sollte man das meinen. Die Frage ist natürlich jetzt, inwiefern auch die Quantität im Trading eine Rolle spielt und was denn da überhaupt wichtiger ist. Und das werden wir alles gemeinsam in den nächsten 60 Minuten auflösen. Ich werde einfach jetzt mal beginnen und am Anfang gleich mit dem Hinweis, wenn ihr die Unterlagen haben wollt, ich meine das Recording, das bekommt ihr ohnehin von JFD, aber wenn ihr die Unterlagen, so wie ihr es hier seht, haben wollt, dann gerne per E-Mail an mich anfordern, die E-Mail-Adresse office@thomasfittner, das ist mein Name, .com, also von daher relativ einfach zu merken. Was ich noch im Vorfeld sagen möchte, einerseits, wenn ihr ein Smartphone irgendwo bei der Hand habt, dann richtet euch das mal vielleicht her. Es gibt dann am Ende den einen oder anderen QR-Code abzufotografieren, wo euch ersparen würdet, eine URL einzutippen. Das wäre das eine, wenn ich dann, und das ist das nächste Thema, auch einige interessante Angebote für euch habe und, wie es der Christian schon netterweise vorweggenommen hat, eine Fragesession machen wir dann am Ende. Also kommen wir hinein in das Thema. Nachdem ich ja hier noch neu bin in dieser Community, möchte ich mich auch kurz vorstellen, damit ihr wisst, mit wem ihr es hier zu tun habt. Ja, ich bin seit fast 20 Jahren mittlerweile an der Börse aktiv, habe mit Investing begonnen, bin dann irgendwann zum Trading gekommen und bin doch nach einiger Jahre Einarbeitungszeit, wie ihr hier seht, dann irgendwann noch so weit gewesen, dass ich meinen Beruf damals in der Versicherungsbranche an den Nagel gehängt habe und selbstständiger Trader geworden bin. Ich habe dann im Zuge dieser Tätigkeiten auch angefangen, Bücher zu schreiben. Mittlerweile sind es 5 geworden. Dabei waren einige, die sich auch ganz gut verkauft haben, was mich natürlich gefreut hat. Und bin dann aufgrund diverser Kontakte, die man halt so knüpfen kann, wenn man Bücher schreibt, wenn man Menschen kennenlernt, bin dann irgendwann in den Bereich Asset Management hineingekommen, also in die institutionelle Geldanlage. Wir haben ab 2012 mit meinem Unternehmen für Vermögensverwaltungen, für Hedgefonds in der Schweiz und in Deutschland Trading-Systeme entwickelt und wir haben dann dieses Know-how uns zunutze gemacht, um im Jahr 2016 den damals weltweit ersten reinen Aktien-Robo-Advisor zu gründen. Ein Robo-Advisor ist eine digitale Vermögensberatung oder Verwaltung, je nachdem, welche Konzession da dahinter steht. Was uns da eben unterschieden hat von anderen, ist, dass wir immer diesen Trading-Gedanken im Hintergrund hatten. Also wir haben niemals diese Buy-and-Hold-Ansätze verfolgt. Wir haben es immer mit dem kurzfristigen Handel gemacht, auch das Thema Verwaltung von Kundengeldern. Das waren immer Trading-Strategien, die wir eben entsprechend hinsichtlich Volatilitäten ausgestaltet haben, damit hier auch durchaus auch ausgewogene Portfolios zusammenkommen, ausgewogen jetzt im Sinne des Chance-Risiko-Verhältnisses. Also ich komme immer schon aus der Trading-Ecke und dieses Wissen, das ich damals in den vielen Jahren hier mir angeeignet habe, das durfte ich dann auch an einigen Universitäten im deutschen Sprachraum weitergeben und die Vermögensberatung wurde dann letztlich verkauft im Jahr 2019. Ich habe mich wieder zurückgezogen ins Privatleben einerseits, also back to the roots, wieder in den Ausbildungsbereich und all das, was ich gelernt habe in den letzten Jahren, das möchte ich jetzt gerne an beginnende Trader oder auch an fortgeschrittene Trader weitergeben. Und wer mich vielleicht schon ein bisschen kennt oder manche Inhalte von mir gesehen hat, der weiß, dass ich mich mit dem Thema quantitative Analyse beschäftige, also sprich Backtesting und Co. Und weil es für mich mittlerweile alternativlos geworden ist. Ich denke, so wie viele Trader habe ich natürlich jetzt nicht begonnen mit dem Thema Backtesting, als ich getradet habe. Ich habe immer diskretionär getradet, habe damals aber schon ein relativ strenges Regelwerk gehabt bei dem, was ich getan habe und habe mich dann halt immer mehr in Richtung Systemhandel bewegt. Einfach auch deswegen, weil eben das Verwalten der Kundengelder ohne
aus meiner Sicht ohne einen fundierten, einen duplizierbaren Trading-Ansatz einfach nicht möglich war, weil einfach der psychologische Druck auch wahnsinnig ist. Und wenn man nämlich fremdes Geld verwaltet, das ist zwar vielleicht das Ziel von manchen, aber es ist ganz, ganz schön schwierig, nämlich nicht nur fachlich, sondern auch mental. Und das war für mich eben nur möglich mit einer entsprechenden Computerunterstützung. Und dieses Know-how, das möchte ich eben gerne an euch weitergeben. Aber wir werden auch in der heutigen Veranstaltung, wo ihr jetzt hier die Agenda seht, uns über dieses Thema quantitatives Trading unterhalten. Aber keine Sorge, einerseits, ich mache es so, dass es wirklich jeder versteht. Also wir werden jetzt hier nicht zu programmieren beginnen, wir werden keinen Code lesen, sondern wir werden wirklich uns an Grundlagen halten. Wir werden uns einige Dinge anschauen, wie man erfolgreich traden kann, wie man die besten Trades, wie halt diese Überschrift jetzt hier so lautet, wie man die findet, worauf man da schauen muss, was es eigentlich bedeutet. Ja, was sind denn die besten Trades jetzt überhaupt? Ne? Da muss man natürlich einige Dinge dazu erzählen. Und unter anderem werden wir uns eben auch mit den Einstiegen beschäftigen, einige Case Studies uns anschauen und dann überlegen, wie man Trading lernen kann. Und was ich generell im Trading oder wo ich gerne mit euch oder auch mit meinen Klienten oder Studenten oder wie immer man das jetzt nennt, ja, mit meinen Followern, wo ich da ganz gerne immer hin möchte, ist, dass ich ganz gerne euch dazu bringen möchte, dass ihr lernt, im Trading gewisse Dinge zu überprüfen. Ja, also, dass man sich nicht auf irgendwelche Aussagen von jemanden verlässt, dass dieses oder jenes funktioniert oder nicht funktioniert, sondern dass man es einfach testet, also einfach backtestet und dass man schaut, ob jetzt eine bestimmte Entry-Regel zum Beispiel einen Sinn macht, ob ein Indikator funktioniert, wie lange eine richtige Behaltedauer ist und so weiter. Also es gibt ja tausende Dinge, die man bei einem Trading-System überprüfen muss und da sollte man einfach nichts dem Zufall überlassen. Und wenn ich etwas nicht testen kann, wenn ich etwas nicht prüfen kann, dann trade ich es nicht. So einfach ist das. Und was grundsätzlich ja auch einfach ist, ist, dass ich nur das verwende, was auch funktioniert. Also wenn ich jetzt einen Indikator habe, der nicht funktioniert, dann werde ich den nicht verwenden. Den wird ja niemand verwenden. Das ist eigentlich eine simple Geschichte. Trading kann man eigentlich auf das herunterbrechen, dass man das tradet, was funktioniert und das nicht tradet, was nicht funktioniert. Klingt einfach, ist nicht ganz so einfach, ist mir schon klar, aber das ist einfach der richtige und alternativlose Zugang zu diesem Thema. So, genug gequatscht, jetzt mal hinein in medias res. Wenn wir uns jetzt um das Thema Trading-Strategien unterhalten oder Trading mal so allgemein, dann müssen wir uns mal überlegen, welche Kernsegmente es bei jeder Trading-Strategie gibt. Denn wir brauchen ja einen Plan als Trader. Was so offensichtlich klingt, das vergisst man ganz gerne in der Hitze des Gefechts, wenn man dann vor dem Chart sitzt und eine Entscheidung trifft. Das heißt, ein guter Tradingplan besteht aus mehreren Komponenten. Und dabei ist es jetzt grundsätzlich mal egal, ob man Währungen tradet, Futures tradet, Aktien oder was auch immer. Es sind immer wieder die gleichen Dinge, um die man sich kümmern muss. Ich brauche zunächst ein Underlying, was ich trade. Offensichtlich, aber vielleicht doch nicht ganz so offensichtlich, denn gerade beim Aktientrading beispielsweise, über das wir ja heute schwerpunktmäßig sprechen, kann das Portfolio einen großen Unterschied in Richtung Performance ausmachen. Das heißt, ich muss mir ein Portfolio suchen, aus dem ich meine Handelssignale generieren kann. Wenn ich jetzt ein Währungspaar trade, dann habe ich kein Portfolio in dem Sinn, dann trade ich vielleicht jetzt einen Euro-Dollar rauf und runter oder irgendein Future. Aber Fakt ist, ich brauche ein Underlying. Und bei Aktien habe ich halt den Vorteil, dass ich sehr viele Aktien habe, die ich traden kann. Generell zu den Aktienmärkten, ich will jetzt niemanden bekehren, dass das jetzt ein besonders guter Markt ist oder nicht, aber es geht letztlich um Fakten beim Trading. Und diese Fakten sagen einfach, dass Aktien auch für Beginner und auch für private Trader relativ einfach zu handeln sind. Einfach jetzt bitte unter Anführungsstrichen natürlich, denn einfach ist im Trading natürlich gar nichts, wenn man es ganzheitlich sieht. Aber die Aktienmärkte bieten einfach viele Vorteile für Trader und deswegen wende ich mich auch dieser Anlageklasse zu. Das hat jetzt nichts mit einer persönlichen Vorliebe von mir zu tun, sondern es macht aus vielen Gründen Sinn, Aktien zu traden, die ich hier natürlich im Rahmen dieser Veranstaltung heute, auf die ich jetzt nicht eingehen kann, weil wir ohnehin schon so viel Programm haben. Da können wir gerne mal in einer Folgeveranstaltung drüber reden. Darüber hinaus brauche ich nicht nur ein Portfolio, ich brauche ein Entry. Ich brauche eine gute Einstiegslogik. Und was gut bedeutet,
Darüber werden wir heute noch im Detail sprechen. Aber grundsätzlich, wenn ich ein Portfolio habe, ist das nächste, was ich brauche, ein Entry. Ich brauche ein passendes Position Sizing. Ja. Denn ich werde ja nicht immer 100 Aktien kaufen oder immer 1000 Aktien kaufen. Natürlich hängt die Wahl der Positionsgröße auch mit dem Kontostand zusammen. Das ist schon klar, aber nicht nur. Es gibt verschiedene Position Sizing Modelle, beispielsweise anhand der Volatilität oder einfach, indem man sein Kapital auf eine bestimmte Anzahl von Trades verteilt. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, aber Fakt ist, dass auch das Position Sizing eine große Rolle spielt, beispielsweise in Richtung Risikomanagement. Ja, und letztlich brauche ich einen guten Exit. Ja. Und wenn ich auf diese vier Fragen hier eine plausible und eine gute Antwort gefunden habe, dann habe ich auch einen guten Tradingplan. Also ich brauche ein Portfolio, ich brauche ein Entry, ich brauche eine Position Size und ich brauche einen Exit. Dann habe ich einen Tradingplan. Beim Aktientrading braucht man vielleicht auch noch so Dinge wie Position Priority, aber auch das gehe ich hier auch nicht ein, weil es zu weit führen würde. Aber Fakt ist mal, diese vier Dinge sind essentiell für erfolgreiches Trading. Und wenn nur eines dieser Dinge nicht stimmt, dann wird es niemals mit einem erfolgreichen Trading-System etwas werden, weil einfach ein Puzzleteil in dieser Gleichung fehlt. Und das erzähle ich deswegen, weil wir uns dann nachher, wenn wir backtesten, natürlich mit all diesen vier Dingen beschäftigen. Das solltet ihr ungefähr wissen, wo wir gerade stehen, wenn wir diese Backtests machen. Gut, das mal zu den Bestandteilen eines Trading-Systems. Wenn wir uns jetzt dem Entry zuwenden, also einer dieser vier Bestandteile, dann müssen wir uns mal die Frage stellen, was ein guter Entry überhaupt ist und was das bedeutet. Ja, das ist nämlich nicht ganz so offensichtlich, wie man es jetzt meinen mag. Ein Entry ist grundsätzlich mal ein Signal, ein Trigger. Irgendwas passiert am Markt, das mich dazu veranlasst, einen Entry zu machen. Naja, jetzt kann man sagen, ja, eh klar. Was steckt denn da in Wirklichkeit dahinter? Wann mache ich denn einen Entry? Nämlich dann, wenn ich der Meinung bin, und am besten ist es, wenn ich nicht nur der Meinung bin, sondern wenn ich es auch mit einer Statistik untermauern kann, wenn sich dahinter ein Effekt verbirgt. Also wenn dann irgendetwas passiert, was aus statistischer Sicht mir einen Vorteil verschafft. Ein Entry ist nichts anderes als wie ein statistischer Effekt, den ich nütze. Und das leitet mich zu einem meiner Lieblingssätze über, der von einem Beginner vielleicht nicht ganz so verstanden wird, wie es mir lieb wäre, aber mit dem ein fortgeschrittener Trader sicherlich etwas anfangen kann. Denn Trading ist letztlich ein statistisches Problem. Und wenn man es wirklich so sieht, dann verliert im positiven Sinne Trading viel von seinem Zauber, viel von seinem Reiz. Dann ist ein Aktienkurs bloß noch eine Datenserie, die es zu analysieren gilt. Ja. Und wenn ich lerne als Trader so zu denken, wirklich immer den statistischen Gedanken im Auge habe, dann verändert sich wirklich sehr viel im Trading. Ja. Beispielsweise haben wir heute Montag, die Börsen haben natürlich schon länger offen, jetzt kommt es natürlich auch an, von welchen Börsen ich spreche, aber ich als Aktientrader spreche halt in erster Linie von den US-amerikanischen Märkten und diese haben jetzt seit knapp 2 Stunden offen und ich sage es euch ehrlich, ich habe keine Ahnung gerade, wo die Kurse stehen. Ja. Also ich habe da nicht einmal hingeschaut. Warum? Natürlich einerseits, weil das Trading automatisiert ist, aber andererseits, weil es auch gar nicht notwendig wäre. Selbst wenn es nicht automatisiert ist, interessiert es mich einfach nicht, weil der einzelne Handelstag, der einzelne Trade, die einzelne Handelswoche oder noch mehr überhaupt nicht relevant sind. Denn aus statistischer Sicht ist es einfach wichtig, dass ich ein Regelwerk habe, das viele Trades produziert. Viele heißt jetzt nicht 50 am Tag, ja, das geht jetzt nicht, sondern wo ich einfach auf Jahressicht gesehen eine gewisse Anzahl von Trades habe, die ich analysieren kann, die ich bewerten kann, wo ich dann weiß, ich habe ein Trading-System mit einem statistischen positiven Erwartungswert, ich habe einen guten Entry, ich habe ein stabiles Trading-System. Also Trading ist ein statistisches Problem und in diesem Zusammenhang ist natürlich die Frage, wenn wir von Statistik und von Effekten sprechen, wie misst man denn das eigentlich? Ja? Wie bewertet man einen guten Entry? Ja? Letztlich geht es ja im Trading darum, dass wir Geld verdienen. Aber wie kommt es zu diesem Geldverdienen? Und das müssen wir uns dann gemeinsam einerseits ansehen. Und zum anderen ist noch etwas, wo man sicherlich mal ein eigenes Webinar machen könnte. Dieses Thema, wie nennen wir es?
das Gedächtnis des Marktes, sagen wir es mal so. Und das ist etwas, was ich immer wieder erlebe, dass hier Trader vieles falsch machen. Ich habe jetzt nach einer Formulierung gesucht. Denn stellt euch mal vor, jetzt, ihr macht ein Entry und dann habt ihr seid ein Trendfolger und dann habt ihr eine Haltedauer von mehreren Wochen. Ja. Das kann man schon machen. Nur man muss sich jetzt überlegen, wie lange wirkt ein guter Entry? Wir traden einen statistischen Effekt. Wir haben Märkte, die eine hohe Effizienz besitzen. Jetzt kann man grundsätzlich philosophieren darüber, ob die Märkte denn komplett effizient sind oder nicht. Sie sind sicherlich nicht effizient, weil wir immer wieder Übertreibungen haben, weil wir Bubbles haben, weil wir Korrekturen haben, weil Aktien über Nacht mal 10% fallen oder steigen, was auch immer jetzt. Ja. Also die Märkte sind fast effizient, aber nicht ganz. Aber weil sie fast effizient sind, ist jetzt so ein Entry, ein gutes Entry-Signal, das hat einfach nur eine Wirkung von wenigen Tagen oder von wenigen Bars, sagen wir es mal so, weil es kommt ja immer auf die gewählte Zeiteinheit an. Das heißt, jetzt ein Trade über Wochen oder Monate zu halten, das ist jetzt grundsätzlich nicht verkehrt, aber ich darf jetzt nicht erwarten, dass mein Entry, weil sich vielleicht zwei gleitende Durchschnitte gekreuzt haben vor 27 Tagen, dass das noch immer jetzt gerade wirkt, wenn ich noch immer drin bin. Denn dann bewegt diese Aktie natürlich nicht mehr mein Entry-Signal, was jetzt 27 Tage alt ist, sondern dann geht es halt rauf und runter, weil der Markt gerade steigt, weil es korreliert, weil vielleicht ein neuer Effekt aufgetreten ist und und. Aber dieses Messen der Effektstärke, die hängt natürlich, das hängt natürlich mit der optimalen Behaltedauer zusammen, wenn ich zum Beispiel Zeitausstiege verwende beim Traden. Aber wir wollen jetzt eher das Hauptaugenmerk in Richtung Entries richten, aber es hängt halt irgendwie alles zusammen. Deswegen werde ich hier bei manchen Dingen ein bisschen ausführlicher und schweife vielleicht auch manchmal ein bisschen ab, wo ich mich dann eh bemühe, dass ich wieder die Kurve kriege und im Skript hier weitermache. Also gut, Entry. Jetzt haben wir einige Fragen gestellt, aber noch wenig Antworten gefunden. Die erste Antwort, die wir jetzt finden wollen, ist die nach der Grundausrichtung von Trading-Modellen. Wir müssen uns ja grundsätzlich mal überlegen, wie wir traden wollen, wobei es auch wollen fast falsch formuliert ist, weil es ja nicht um Gefallen geht oder darum, was mir lieber ist, sondern mir geht es ja einzig und allein darum, was besser funktioniert. Und generell könnt ihr euch vielleicht mal merken, wenn ihr einen Markt traden wollt, irgendeine Asset-Klasse, die ihr vielleicht noch nicht kennt oder wo ihr noch nicht so viel Erfahrung habt, dann ist immer wieder die Frage, wie beginne ich jetzt das Trading? Mit welchem Regelwerk beginne ich? Ja, mit einem Regelwerk, das funktioniert, okay, aber wie komme ich denn dazu? Und da müssen wir uns jetzt mal Folgendes überlegen. Ja. Ihr seht hier zwei Charts und ich denke, das werden die einzigen Charts sein, die ihr heute seht, weil es keinen Grund gibt, hier visuell diese ganzen Kursmuster hier zu beobachten. Wir können das ja auch mit einer Software machen. Ja. Aber wenn wir jetzt auf der linken Seite sind, haben wir einen Tagesschart einer Aktie, die gerade einige Tage hintereinander nach unten geht. Und auf der rechten Seite habt ihr eine Aktie, die gerade steigt. Ja. Und wenn ich jetzt mal grundsätzlich long gehen möchte, weil Handelsrichtung long bei Aktien ist jetzt mal nie verkehrt, auch im Trading nicht, weil die Märkte einfach einen Long Bias haben und dazu tendieren zu steigen, dann muss ich mir als Trader die Frage stellen, was ist denn jetzt aus statistischer Sicht besser? Kaufe ich Aktien, die gerade nach unten krachen, so auf der linken Seite, oder kaufe ich Aktien, die gerade steigen? Das heißt, handle ich eher Reversionssysteme, dann sind wir links, also sogenannte Umkehrsysteme, Swing Trading und so weiter. Oder wenn ich auf der rechten Seite bin, handle ich eher Momentumansätze, Trendfolge, Breakouts. Und nochmal, jetzt geht es nicht darum, was mir lieber ist. Das ist vollkommen irrelevant. Es geht darum, was die Märkte besser annehmen. Und jeder Zielmarkt kann hier ganz andere Tendenzen haben. Nur weil jetzt beispielsweise Trendfolge bei Aktien vielleicht besser ist, heißt das noch lange nicht, dass es bei Rohstoffen besser ist oder bei Cryptocurrencies oder was auch immer ist. Ja, das muss man einfach überprüfen und damit nichts dem Zufall überlassen. Und aufbauend auf dieser Entscheidung, wenn ich dann weiß, dass eben die Märkte besser auf prozyklische Modelle ansprechen, das seht ihr rechts, oder auf antizyklische Modelle, das ist dann eben links, dann weiß ich auch, mit welchen Indikatoren ich mich vorzugsweise beschäftigen muss, weil natürlich gewisse Indikatoren besser für das eine oder für das andere taugen. Das heißt, wenn ich einen Markt nicht kenne, ist das immer meine erste Analyse, die ich mache. Ja, geht's eher in Richtung Umkehrsysteme, bin ich eher Swing Trader oder geht es eher in Richtung Trendfolge in Momentumansätze, dann bin ich hier auf der rechten Seite und mache ich eben diese prozyklische
zyklischen Einstiege. Und das kann jetzt zum Beispiel in einem Intraday-Chart oder in einer Intraday-Teileinheit anders ausschauen. Ja, wenn es am Tageschart so ist, kommt es darauf an, wie stark oder wie weit ich in den Intraday-Bereich hineingehe. Aber es könnte im Intraday-Bereich vielleicht besser sein, dass ich anders handle, ja, also nach einer anderen Grundausrichtung. Und diese Frage muss ich einfach als erstes klären. Und wenn ich das weiß, dann kann ich mich mit anderen Themen beschäftigen, nämlich Qualität versus Quantität. Und auf dieses Thema Grundausrichtung von Trading-Modellen, da komme ich dann am Ende noch dazu. Da habe ich dann eine Case Study für euch, die ihr euch downloaden könnt und wo ihr dann seht, wie man das wirklich Schritt für Schritt macht. Aber jetzt beschäftigen wir uns mit den Themen Qualität versus Quantität. Denn auch hier gibt es sehr viele Missverständnisse im Trading. Und damit wir das jetzt nicht mit meinen Ausführungen hier quasi untermauern, sondern mit Fakten, gehe ich jetzt mit euch live in eine Backtesting-Software hinein und ich switch da mal rüber. So, und jetzt solltet ihr hier die Backtesting-Software von WealthLab sehen. WealthLab ist eine kommerzielle Backtesting-Software, die ich ganz gerne in meinen Coachings und in meinen Seminaren verwende, weil wir in WealthLab nicht programmieren müssen. Das ist das Schöne. Denn mit vielen Tradern, mit denen ich spreche, die bestätigen mir, dass sie grundsätzlich sich ganz gerne mit dem Thema Backtesting, statistische Analyse, quantitative Analyse, ist ja eigentlich alles dasselbe, viele Worte für ein und dasselbe, beschäftigen wollen, aber die halt nicht programmieren können oder auch nicht programmieren lernen wollen. Die gute Nachricht, das muss man nicht, weil man mit WealthLab, beispielsweise mit Drag and Drop, sich relativ einfach gewisse Trading-Systeme zusammenstellen kann. Und das werden wir jetzt hier gemeinsam tun. Diese Software ist kommerziell frei erhältlich, ja. Also das ist nicht von mir oder von uns. Ich nutze sie, wie gesagt, für meine Schulungen und ich werde euch jetzt zeigen, wie man Quantität versus Qualität im Trading analysieren kann. Und ich mache jetzt mal ein paar Dinge und ich sage aber alles gleich was dazu. Also ich lasse jetzt hier keinen Schritt unkommentiert. Ich mache jetzt hier mal eine neue Trading-Strategie. Ihr seht, die Software ist auf Englisch, New Strategy from Rules. Das bedeutet, ich habe hier eine Strategie, die ich mit einem sogenannten Baukasten mit Drag and Drop mir zusammenstellen kann. Wir haben hier verschiedene Regeln, da komme ich gleich noch dazu. Wir haben hier auf der linken Seite verschiedene Testportfolios, Dow Jones und so weiter. Wir haben hier links oben Skalierung Daily, also Tageschart, die Data Range, wir testen über 20 Jahre. Wir haben ein Position Sizing, 1000 Euro steht hier, aber sind die Dollar. Das Eurozeichen kommt nur aus meiner Systemsteuerung, das hier angezeigt wird. Das sage ich gleich noch was dazu. Aber was wir jetzt als erstes mal machen, ihr erinnert euch an diese vier Regeln. Wir brauchen ein Portfolio, wir brauchen ein Entry, wir brauchen ein Exit. Wir brauchen ein Position Sizing, wollen wir jetzt jedes dieser vier Kernelemente quasi mal definieren und dann eben den entsprechenden Test machen. Denn wir wollen uns jetzt hier mal anschauen, was denn im Trading wirklich zählt und wie ich auf einen guten Entry komme, was letztlich einen guten Entry ausmacht. Denn wir wollen ja mit dem Trading unter dem Strich Geld verdienen. Dazu mache ich mal eine simple Market Entry Strategie. Also Buy Market lege ich mal darüber, indem ich da doppelt draufklicke. Und ich könnte es auch hier mit dem Pfeil machen, Sell at Market. Dann habe ich hier mal also meine Order-Typen definiert, aber noch keine Regeln dazu. Ich habe einfach nur Buy at Market, Sell at Market. Und ihr seht hier, wenn ihr euch da mal schaut, was hier steht, das heißt Sell the Long Position Next Bar Market Open oder Buy the Long Position Next Market Open. Das heißt, wenn eine bestimmte Regel erfüllt ist, dann kaufe ich am nächsten Tag zur Börsenöffnung. Diese Regel brauchen wir. Und jetzt machen wir mal was ganz Simples. Ja, wir wollen uns ja mal hier mit diesen Themen Quantität und Qualität beschäftigen. Wir kaufen Aktien, wenn der Kurs in den letzten 2 Tagen gefallen ist. Also wirklich mal ganz einfach. Ihr habt hier auf ganz viele Conditions bei WealthLab. Wir nehmen hier unter anderem mal diese Price Action her und wir sagen hier, Price decreases a consecutive number of bars. Das bedeutet auf gut Deutsch, der Kurs ist eine bestimmte Anzahl von Tagen gefallen. Und diesen Befehl nehme ich jetzt, ziehe ich ihn rüber mit der Maus zu Buy at Market. Und ich habe jetzt hier unten dann diese Parameter dazu. Jetzt sage ich, wie viele Tage, nehmen wir mal 2 Tage her. Lookback Period 1 heißt einfach die letzten beiden Tage, will ich mir hier anschauen. Das ist meine Einstiegsregel. Wenn es 2 Tage hintereinander nach unten geht, am dritten Tag zur Börsenöffnung gehe ich long. Relativ einfach, aber für unsere Zwecke im Moment ausreichend. Gut, Exit,
Position-Based. Muss ich mal kurz selber nachschauen. Hier, Current Open Position is older than a number of bars, ist eine sehr umständliche Formulierung für einen simplen Zeitausstieg. Ja, Current Open Position is older than a number of bars. Nehmen wir eine kurze Haltedauer von 5 Tagen. Und damit habe ich jetzt einen Entry und einen Exit. Ich kaufe die Aktie, wenn es zeitgleich runtergeht am dritten Tag. Ich verkaufe die nach 5 Tagen wieder. Ja, also Entry- und Exit-Regel haben wir. Und wir haben ein Testportfolio. Wir nehmen hier den Dow Jones als Testportfolio. Aber nicht den Index, sondern die 30 Aktien im Dow. Ja. Und das ist jetzt etwas, was Wealthlab kann, was manche Programme nicht können, sogenannte Portfolio-Tests machen. Denn im echten Trading, wenn ich Aktien trade, will ich jetzt nicht nur eine dieser 30 Aktien kaufen oder den gesamten Index, sondern ich will einfach nach gewissen Kriterien mir immer wieder Signale aus dem Dow Jones rauspicken. Also ich habe 30 Underlyings, 30 Instrumente im Dow Jones und die trade ich nach diesen Regeln, die wir jetzt gerade definiert haben. Das ist mein Portfolio. Und die meisten Backtesting-Programme können eben nur eine Datenserie analysieren. Wealthlab kann Tausende gleichzeitig analysieren, was natürlich dem echten Trading nahe kommt. Ja. Und jetzt sind wir beim Thema Position Size. Und jetzt wollen wir nicht das echte Trading simulieren, sondern etwas, was wir in Wirklichkeit gar nicht tun können, damit wir aber statistisch valide Aussagen bekommen. Wir setzen jetzt jedes Signal im Position Sizer. Ich mache den mal auf hier. Hier oben sind wir im sogenannten Raw Profit Test Modus. Das ist nichts anderes als wie ein simpler Statistik Test Modus. Wir setzen jedes Signal mit 1000 US-Dollar um. Also jedes Signal, das wir in den letzten 20 Jahren mit diesen 2 Tage-Runterregeln bekommen haben, kaufen wir mit 1000 Dollar. Das ist natürlich fern der Praxis, weil ich werde im echten Trading jetzt an manchen Tagen vielleicht 30 Signale bekommen. Wenn der gesamte Markt runterkracht, 2, 3 Tage lang, dann sind vielleicht alle Aktien gefallen. Ich kann immer im echten Trading natürlich nicht alle kaufen. Noch dazu ist das ja kein vernünftiges Position Sizing. Aber damit ist gewährleistet, dass ich wirklich jeden Trade in den letzten 20 Jahren, der den Entry-Kriterien entspricht, auch ausführe. Und damit kann ich aus statistischer Sicht sagen, das ist jetzt sinnvoll oder nicht sinnvoll. Und das tun wir jetzt mal hier. Ich lasse das jetzt hier mal laufen, diesen Test, indem ich hier auf OK klicke. Und dann beginnt Wealthlab zu rechnen und gibt uns Testergebnisse. Und ich sage auch gleich, worauf ich jetzt hier eigentlich hinaus will. Aber zuerst brauchen wir mal die Testergebnisse und ja, dauert ein paar Sekunden, bis wir hier Daten bekommen, nachdem jetzt hier einige Programme im Hintergrund laufen, wie die Webinar-Software, wie die PowerPoint. Muss sich der Laptop natürlich ein bisschen anstrengen, aber das kriegen wir, denke ich, schon hin, dass wir hier in wenigen Sekunden ein Testergebnis sehen werden. Und wir wollen uns jetzt einmal anschauen, wenn wir die Ergebnisse dann haben, was im Trading wirklich wichtiger ist, Qualität oder Quantität oder vielleicht sogar beides und wie wir das dann eben auch mit Indikatoren verknüpfen können. So, wir haben jetzt hier mal erste Testergebnisse. Das sind jetzt ein Haufen Zahlen, die jetzt nicht so selbsterklärend sind. Deswegen sage ich jetzt gleich was dazu. Aber ich sage erst dann was dazu, wenn wir jetzt einen Vergleich haben. Denn sonst bringt das Ganze ja nicht viel. Denn isoliert betrachtet können wir jetzt noch nicht sagen, ob das überhaupt Sinn macht, was wir hier tun oder nicht. Deswegen mache ich jetzt eines. Ich verkleinere jetzt diese Strategie ein bisschen. Ja, lasst mich mal tun. Ich erkläre dann alles in Richtung. Ja, noch in Ruhe. Wir machen jetzt eine zweite Strategie auf. New Strategy from Rules. Wir machen das gleiche Regelwerk. Buy at Market, Sell at Market. Ich mache das mal groß. Ich kann es dann nebeneinander hinlegen. Ich hole mir wieder meine Conditions. Price or Volume Action. Price decreases. Consecutive number of bars. Das war ja vorhin auch unser Entry. Ich hole mir ein Exit. Position based. Current open position is older than a number of bars. Zeitausstieg mit 5 Tagen. So, und jetzt mache ich eines. Ich mache das da drüben, das Fenster ein bisschen kleiner, damit wir mehr Platz hier haben. Und ich lege jetzt hier beide Strategien nebeneinander ab. Ich teile das Bildschirm der Länge nach. Und jetzt haben wir hier auf der rechten Seite meine Strategie, die wir schon getestet haben. Price decreases, a consecutive number of bars, 2. Und ich bekomme damit diese Testergebnisse. Und jetzt auf der linken Seite machen wir nicht, es muss 2 Tage runtergegangen sein am Stück, sondern 6 Tage runtergegangen sein am Stück. Ja, also wir warten hier deutlich länger, bis wir einsteigen. Und das testen wir jetzt. Wieder auf den Dow Jones. Auf der linken Seite jetzt hier rechts tun wir nichts. Links testen wir. Und jetzt haben wir hier auch eine Performance, die wir jetzt mal gegenüberstellen.
Wie messen wir jetzt die Performance? Schauen wir uns jetzt mal einige Kennzahlen an, nicht alle, weil das geht sich jetzt in der kurzen Zeit nicht aus. Schauen wir uns jetzt hier mal an, auf der linken Seite die Strategie mit den 6 Tage runter, ja? Price Decreases, Number of Bars 6, Zeitausstieg glaube ich 5, ja, das haben wir alles gleich. Hier schauen wir noch einmal nach, hier haben wir die 2 Tage, Zeitausstieg 5, also alles ist gleich, nur hier haben wir 6 Tage runter, auf der rechten Seite haben wir 2 Tage runter. Und das sind die Performance-Zahlen. Wir haben hier einen Average Profit je Trade von 0,54%. Ja. 0,54% verdienen wir pro Trade. Das ist nicht besonders viel, weil die Märkte eben doch relativ effizient sind und weil das Regelwerk, das wir jetzt haben, natürlich nicht besonders ausgereift ist. Aber es reicht, um das zu veranschaulichen, was ich euch gerne zeigen möchte. Okay, also mit 6 Tage runter machen wir 0,54 je Trade. Auf der rechten Seite mit 2 Tage runter machen wir 0,32% Profit je Trade. Das heißt, qualitativ ist dieser Entry hier auf der linken Seite der bessere. Warum? Weil wir hier fast die doppelte Rendite erzielen von hier. Also wenn wir 6 Tage warten und dann long gehen, ist es qualitativ besser, als wenn wir 2 Tage warten und dann long gehen. Denn wir verdienen hier 0,54, hier nur 0,32. Wenn wir jetzt die Trefferquote anschauen, ändert sich überraschenderweise wenig. Ja, also auch wenn wir 6 Tage warten, kriegen wir eine Winrate von 55 und bei 2 Tagen kriegen wir eine Winrate von 54. Also das macht jetzt nicht viel um. Das ist jetzt statistisch nicht signifikant. Wenn wir uns jetzt aber den gesamten Profit anschauen, den eine Trading-Strategie jeweils produziert in den letzten 20 Jahren, wir haben jetzt über 20 Jahre backgetestet, dann sehen wir, dass die Strategie mit den 6 Tage runter 4.000 Euro oder US-Dollar verdient und diese Strategie hier verdient 40.000, das Zehnfache. Wie kann denn das sein, wenn der Entry nur halb so gut ist? Wir machen hier nur 0,32 und hier nur immerhin das Doppelte fast, 0,54. Warum verdienen wir dann da nur ein Zehntel? Des Rätsels Lösung liegt bei der Number of Trades. Weil wir hier so lange warten, wir warten quasi auf den perfekten Entry. Wir sagen, na, es genügt mir nicht, dass es 2 Tage runtergeht, es muss 6 Tage runtergegangen sein. Ja. Weil wir quasi auf den perfekten Entry warten und eine hohe Trefferquote möglicherweise haben wollen, die wir dann eh nicht haben in Wirklichkeit, wie wir ja hier gesehen haben, verpassen wir einfach sehr viele Trades. Wir machen hier drüben 12.000 Trades in den letzten 20 Jahren. Hier machen wir nur 700. Das heißt, Qualität ist hier besser, Quantität ist hier höher. Unterm Strich verdienen wir hier deutlich mehr Geld. Das ist schon mal ein erstes Indiz, dass natürlich die Qualität eines Entries sehr wichtig ist, dass aber in der Praxis die Quantität oft die Oberhand behält. Ja. Man merkt das relativ bald, wenn man beispielsweise ein, zwei gute Entry-Regeln hat, die man verwendet im quantitativen Bereich. Und dann hat man eine andere Entry-Regel, die Standalone sehr gut funktioniert. Dann gibt man die dazu quasi als dritte Einstiegsregel, als weiteren Filter. Und plötzlich, obwohl man eigentlich isoliert gesehen zwei gute Regelwerke hat, wenn man die dann kombiniert, wird es unter dem Strich schlechter. Warum? Weil es mich wieder Trades kostet. Also ich muss immer wieder darauf achten, dass ich einerseits natürlich jetzt nicht auf alles hinschlag, was sich bewegt. Ja, aber genauso wichtig ist eben neben der Qualität auch die Quantität. Und in der Praxis wollen wir uns jetzt hier Folgendes anschauen, welche Konsequenzen das hat. Ich mache jetzt hier mal das Fensterchen wieder ein bisschen größer. Und jetzt machen wir vielleicht nicht so etwas Extremes, was vielleicht doch ein bisschen praxisfremd ist, mit den 2 oder 6 Tage runter, sondern wir holen uns jetzt mal einen simplen Indikator rein. Und zwar, ich kicke jetzt mal hier den Price Decreases Befehl raus und suche mir jetzt eine neue Entry-Regel. Und zwar nehme ich einen RSI hier als Indikator. Ganz simpel, RSI is oversold. Ja. Jetzt haben wir hier gewisse Standardwerte vorgegeben bei WealthLab bereits. Wartet mal, ich teile es jetzt nochmal neu, damit es sich ein bisschen mehr zentriert. Hat er mir jetzt hier verschoben, jetzt sind wir auf einmal hier. Aber hier sind wir jetzt auf der linken Seite. Das hat jetzt WealthLab die Fensterchen anders wieder angeordnet. Wie auch immer, wir haben jetzt hier den RSI drinnen, statt den Kerzen runter einige Tage. Und wir haben hier diese typische Periode RSI oversold, der Defaultwert Period, also Lookback Period vom RSI 20, Oversold Level 30. Ja. Und wir machen das jetzt hier auch. Wir nehmen uns jetzt hier auch den RSI als Vergleich. Oversold. Und jetzt machen wir
Periode 20, aber Schwellwert 40. Ja, also auf der rechten Seite einen etwas weniger strengen Entry, weil wir einfach schon beim Oversold Level 40 reingehen in den Markt. Kontra natürlich, ist jetzt in dem Fall eine Kontrastrategie, na, also kein Trendfolger, sondern Reversionssystem. Und auf der linken Seite gehen wir schon oder gehen wir erst bei 30 rein. Und schauen wir jetzt mal hier an, was das bei der Performance bedeutet. Ansonsten bleibt wieder alles gleich. Zeitausstieg bleibt gleich, Dow Jones bleibt gleich, Data Range ist die gleiche und die Position Size wieder mit unseren 1000 je Trade rein fiktiv mal. Und schauen wir uns an, was hier dabei rauskommt. Jetzt haben wir hier einen Average Profit von 0,62 und auf der linken Seite müssen wir den Test ja erst machen. Da klicken wir jetzt einfach hier drauf und hier auf Go. Und dann sehen wir jetzt auch hier auf der linken Seite, wie sich hier dann dementsprechend das Testergebnis darstellt. Ich gehe jetzt auf Performance. Hat er jetzt schon getestet? Ich glaube schon. Machen wir es nochmal. Ja, hat er schon. So, wir sind jetzt hier auf der linken Seite. Gehen wir nochmal auf die Rules. Bei einem RSI mit dem Schwellwert 30, ja, und auf der rechten Seite sind wir beim RSI mit Schwellwert 40. Performance-Vergleich, der 40er Schwellwert bringt meinen Average Profit je Trade von 0,62 und auf der linken Seite, wenn wir schon, schauen wir nochmal, wenn wir hier etwas später reingehen, erst bei 30, dann sehen wir, dass wir hier einen doppelt so hohen Average Profit haben. Nämlich von 1,23. Also es ist ein enormer Unterschied, ob ich jetzt ein RSI beispielsweise bei 30 oder bei 40 als Trigger verwende, wie wir ja hier sehen können, was den durchschnittlichen Profit je Trade betrifft. Aber das gleiche Spiel, wie wir es vorhin hatten, letztlich ist einerseits die Trefferquote fast haargenau gleich, mit etwas mehr als 56% in beiden Fällen, aber wir haben hier wieder, obwohl wir eigentlich den besseren Entry hier drüben finden, mit 1,23, machen wir unter dem Strich weniger Profit. Warum? Weil wir uns wieder sehr viele Trades damit vorenthalten. Wir haben hier nur 526 Trades gemacht, während wir hier drüben 3860 Trades gemacht haben. Und damit machen wir mehr Performance. Natürlich geht das zu Lasten der Qualität. Ihr seht ja hier, dass der Entry qualitativ schlechter ist als hier. Aber wir müssen auch häufig traden. Nochmal, häufig traden heißt nicht, dass wir alles erschlagen, was sich bewegt am Markt, dass wir sinnvoll häufig traden und uns nicht mit zusätzlichen Filtern und zusätzlichen Indikatoren unser Trading-System unnötig überfrachten. Und was wir jetzt noch abschließend machen wollen, bevor wir dann weiter in den Folien machen, als letztes Live-Beispiel, ist Folgendes. Wir stellen jetzt diese 20-30-Strategie, die, wo wir gesehen haben, die eigentlich ganz gut ist, die stellen wir jetzt mal gegenüber. Schau jetzt mal hier selber. Ja, wir nehmen jetzt nicht den RSI, ist oversold her, sondern wir nehmen den RSI. Und das ist jetzt auch generell, was ich euch zeigen möchte, auf was ihr bei Indikatoren achten müsst, wenn ihr sie verwendet. Denn wir haben uns jetzt hier in beiden Fällen ja eingekauft, wenn der Schwellwert des RSIs unterschritten wurde, Entschuldigung, also wenn der Kurs drunter ist. Ja. Jetzt könnten wir als Trigger ja nicht den Oversold-Bereich nehmen, sondern das Crossing. RSI crosses below oversold level. Denn dann steige ich natürlich exakt dann ein, wenn der Kurs diesen Schwellwert schneidet. Ja, auf der linken Seite, und das ist jetzt keine, wie sagt man, das soll jetzt keine theoretische Geschichte sein, das ist etwas, was praktisch sehr wichtig ist. Ja, wir haben generell bei vielen Indikatoren ja die Möglichkeit, dass wir einsteigen, wenn ein gewisser Wert über- oder unterschritten ist, kann ja auch bei gleitenden Durchschnitten der Fall sein, oder wir gehen dann rein, wenn gerade dieser Schwellwert gekreuzt wird. Und dieses Grundprinzip dahinter ist bei allen Indikatoren gleich, egal welche das sind. Und das will ich hiermit veranschaulichen. Wir haben die komplett gleichen Strategien auf beider Seite. Ja, wir haben die gleichen Werte beim RSI, wir haben den gleichen Exit und das gleiche Portfolio und die gleiche Position Size haben wir sowieso. Nur auf der rechten Seite sagen wir, wir gehen dann rein, wenn gerade gekreuzt wurde, am nächsten Tag nämlich. Und hier gehen wir rein, wenn er einfach im Oversold-Bereich ist. Und wir stellen jetzt hier wieder beides einander gegenüber. Wir machen hier den Test und wir machen ihn
hier, obwohl sich ja hier nichts ändert, machen wir noch einmal. Und wir vergleichen hier wieder. So, und wir sehen jetzt hier, dass wir hier bei RSI Crosses Below Oversold Level, dass wir hier einen Average Profit von 1,14 bekommen, während wir hier Oversold hier sogar wieder besser sind. Das heißt, dass, und das kann man generell eben so sagen, dass wir darauf achten müssen, dass wir so häufig wie möglich traden. Hier manifestiert sich das wiederum. Denn was bedeutet denn dieser Unterschied? Crossing below oversold level beziehungsweise is oversold. Das bedeutet ja nichts anderes als wie, dass ein Indikator beispielsweise oder ein Kurs einer Aktie, der kann ja mehrere Tage sich unter diesem Schwellwert befinden. Also RSI oversold. Wenn ich jetzt das Entry-Trigger verwende, dann ist diese Bedingung jetzt nicht nur an einem Tag erfüllt, sondern die kann auch an 4, 5, 6 Tagen erfüllt sein. Das heißt, ich habe 1 bis 4, 5, 6 Tage Zeit, den Entry zu machen. Ja, während des Crossing kreuzen, kann er immer nur an einem bestimmten Tag. Und am nächsten Tag, wenn er gekreuzt hat, würde dieser Entry nicht mehr als Trigger gelten. Warum? Weil das Kreuzen, das war ja schon gestern oder vorgestern. Heute ist er oversold. Dann wären wir aber auf der linken Seite. Ja. Und dieses Grundprinzip, dass wir einfach häufig traden müssen und dass das auch zu Lasten der Qualität gehen darf, das ist eine wesentliche Erkenntnis, die man im Trading erstmal finden muss, dass nämlich Qualität wichtig ist, aber dass es mindestens genauso wichtig ist, dass man auch quantitativ, also die Qualität und die Quantität, beides müssen passen. Und es wird immer von der Qualität im Trading gesprochen, es wird von guten Entries gesprochen, aber es macht sich wohl keiner die Mühe, dieses Thema weiter auszuführen. Und letztlich geht es ja nicht um die Qualität des Entries, letztens geht es ja um die Qualität des gesamten Trading-Systems. Und da gehören natürlich Exit, Position Size und so weiter auch dazu, aber eben auch, wie oft kann ich ein bestimmtes Regelwerk zur Anwendung bringen. Und das gehört eben auch zu den besten Trades dazu. Und das war das, was ich euch jetzt mit dieser Case Study zeigen wollte. Ich weiß schon, also es kommt jetzt darauf an, wenn ich jetzt so ein Webinar mache und da sind jetzt, ich weiß nicht, 100 oder 200 Teilnehmer, dann ist es halt immer so, dass man mit verschiedenen Wissensständen in so eine Veranstaltung kommt. Es werden jetzt Beginner dabei sein, die haben sich jetzt vielleicht ein bisschen schwer getan, diesen Ausführungen zu folgen. Und es waren jetzt vielleicht alte Hasen dabei, die sagen, das weiß ich ja eh schon. Ja, okay. Aber für mich jetzt als Referent ist es sehr wichtig, hier ein Thema zu finden, was, glaube ich, von allgemein großer Bedeutung ist und was man nicht so häufig weder in der Trading-Literatur noch in diversen Ausbildungen findet. Und das ist eben auch das Thema Quantität beim Trading. Und darauf wollte ich heute hinaus. Und wenn ihr euch für dieses Thema mehr interessiert, dann könnt ihr euch meinen YouTube-Channel anschauen oder abonnieren. Denn da gibt es immer wieder solche Live-Case-Studies, solche Live-Backtestings, wo ich eben solche Dinge überprüfe. Und es gibt ganz viel, das man eben gemeinsam überprüfen kann. Und das tue ich in diesen Videos. Und wenn man sowas macht, dann kann man natürlich auch Trading-Systeme erzeugen, die wirklich sehr gut performen. Und das ist jetzt ein Backtest, eine Case Study von einem Low-Vola-Trading-System. Ihr seht hier einerseits natürlich eine gute Renditeentwicklung, eine sehr relativ glatte Equity-Kurve, natürlich mit Drawdowns unten rechts, grün die Equity-Kurve, rot die Drawdowns. Aber solche Trading-Systeme kann man natürlich erzeugen. Wobei man natürlich auch beim Trading-System entwickeln auch mit einer Backtesting-Software viele Fehler begehen kann. Der größte Fehler, der bei Trading-Systementwicklungen passiert, ist sicherlich das Thema Überoptimierung. Da wird einfach teilweise das Trading-System zu sehr hoch getuned im Backtest, damit es dann im echten Trading quasi ja unter die Räder kommt. Aber auch hier bieten sich natürlich die Aktienmärkte an als Märkte, die deutlich weniger effizient sind wie andere Märkte. Und die, wenn man einen Backtest beim Aktientrading vernünftig aufsetzt, nicht die besten Parameter herausblickt, sondern stabile Parameter im Backtesting, dann und natürlich eine gewisse, wie sagt man, eine gewisse Abstriche macht in Richtung Slippage und so weiter, ja, also unsaubere Kursausführung, dann kann man mit dem Backtest schon relativ nah an der Realität sein, vor allem, weil man ja beispielsweise auch bei Wealthlab solche Dinge einstellen kann, wie Slippage und so weiter, ja, also unsaubere Kursausführung, das kann man alles schon im Vorfeld mit berücksichtigen und dann kann man solche Trading-Systeme entwickeln.
Wobei man natürlich jetzt immer aufpassen muss, dass es ja nicht bedeutet, so ein Trading-System, dass man jetzt einen Gelddrucker im Keller stehen hat, ja, und hier monatlich seine 1000 Euro abhebt, weil ein Trading-System hat natürlich starke Schwankungen, hat Drawdowns, hat Zeiten, wo es nicht funktioniert, hat Zeiten, wo es durch die Decke geht. Also darauf muss man sich eben als Trader einfach vorbereiten, dass ein Trading-System und der gesamte Markt natürlich eine sehr fragile Geschichte ist. Ja. Und wenn ihr Interesse habt, diese Art von Trading näher kennenzulernen, dann habe ich für euch einige Angebote. Und das ist jetzt das, was ich vorhin gesagt habe. Diese Case Study, ihr erinnert euch, kauft man Aktien denn eher, wenn der Kurs gerade fällt, oder kauft man Aktien, wenn der Kurs gerade steigt? Und diese Frage, kaufe ich jetzt eher, also mache ich jetzt eher Swing Trading, also Reversionssystem, oder mache ich eher Momentum? Ja, das ist ja keine Frage, die ich mit Nachdenken lösen kann. Ich kann jetzt noch so lange nachdenken drüber, ich werde keine Antwort finden. Ich kann 1000 Leute fragen, ich werde keine Antwort finden. Ich muss es testen, ich muss es überprüfen. Und wie man das macht, wie man das korrekt macht, wie man eine statistisch korrekte Zielmarktanalyse aufsetzt, das könnt ihr euch hier kostenlos downloaden. Ja, dieses PDF könnt ihr euch kostenlos downloaden, indem ihr entweder eintippt aktienratgeber.thomaswittner.com oder einfach diesen QR-Code hier abfotografiert. Dann habt ihr das, oder ihr schickt mir eine E-Mail, wie ich das gesagt habe, am Beginn an office@thomaswittner.com, wo ich euch dann diese PDF zuschicke, und dann könnt ihr euch da in Ruhe hier alles anschauen. Also diese Case Study, die habe ich kostenlos für euch. Ich habe auch kostenpflichtige Angebote, weil wenn wir in das Thema quantitative Analyse hineinschnuppern wollen, dann wird es einen Crashkurs nicht tun. Ja, dann müssen wir schon uns mit dem Thema wirklich mal einen Tag lang beschäftigen, und dann habt ihr die absoluten Basics. Und dieses Grundlagenseminar beispielsweise findet jetzt im März in München statt, am Samstag, den 14. März. Es gibt noch einige Restplätze, aber nicht mehr viel. Und es gibt speziell für euch GFD-Kunden gibt es einen Rabatt. Ihr seht ja den Gutscheincode, GFD2020 ist der Gutscheincode, und damit könnt ihr euch 200 Euro sparen. Statt 590 für ein Tagesseminar kostet es dann 390 Euro. Anmeldung thomaswittner.com Grundlagenseminar, oder wie gesagt, hier wieder QR-Code abfotografieren, dann kommt ihr direkt auf dieses Offer. Speziell, wie gesagt, für euch als GFD-Kunden einen Preisnachlass von 200 Euro. Und in diesem Seminar wirklich, also Hardcore von in der Früh bis auf Nacht, Backtesting, aber natürlich behutsam, weil es ist ein Grundlagenseminar. Es ist ja jetzt nicht ein Programmierkurs oder sonst was, es ist ein Grundlagenseminar, wo wir das, was ich jetzt gezeigt habe, noch viel, viel tiefer machen. Denn wir haben uns jetzt mal nicht mal an der Oberfläche bewegt, sage ich gleich dazu. Wir haben ganz wenig gemacht, aber es gibt so viel über das Thema Trading zu sagen, dass man wahrscheinlich hier mehrere Wochen Trading-Seminar machen könnte. Wer aufs Seminar nicht kommen will, kann meine Online-Trading-Akademie kaufen. Das mache ich jetzt schnell, weil das könnt ihr euch im Internet anschauen. Thomaswittner.com Akademie-Konzept ist die URL, und hier natürlich wieder als GFD-Kunde bekommt ihr kurze Zeit, nämlich nur wenige Tage wie beim Seminar, einen Discount von 50%. Ihr könnt das zum Sonderpreis kaufen, und diese Online-Akademie, wo wir auch über dieses ganze Thema quantitative Analyse sprechen, hier zum Vorzugspreis downloaden. Und wenn ihr noch nicht Kunde bei GFD seid, aber es werden wollt, und ich kann euch den Broker wirklich ans Herz legen, gerade auch, weil er sehr interessante Angebote im Aktientrading-Bereich hat, meinem vorzugsweise gewählten Markt, aber nicht nur natürlich, es gibt ja auch andere Dinge, die man erfolgreich traden kann, dann könnt ihr euch diese Online-Akademie Dollarhelden auch kostenlos sichern, wenn ihr hier ein Trading-Konto bei WH Self, bei GFD aufmacht. Hier thomaswittner.com GFD. Kostenlos, Gegenwert 559 Euro. Warum? Weil hier auch ein Personal Coaching von mir dabei ist. Also unter dem Link als Neukunde von GFD könnt ihr diese Online-Akademie hier auch kostenlos bekommen. Ja, und ich glaube, damit bin ich durch. Nochmal hier meine E-Mail-Adresse. Wenn ihr die ganzen Unterlagen gerne haben wollt und euch diese ganzen Gutscheincodes jetzt hier nicht notieren konntet, weil es einfach zu viel und zu schnell war, dann bitte hier die E-Mail an mich, dann bekommt ihr das gerne als PDF zugesendet. Wahrscheinlich wird es dann aber morgen Vormittag werden, wenn ihr jetzt die E-Mail schickt, denn nach dem Webinar werde ich dann doch heute Feierabend machen. Okay, dann bin ich am Ende, und dann, ich weiß es nicht, lieber Chris, ob du jetzt wieder hier hineinkommst, wegen der Fragerunde.
Aber ich wäre mal durch und ich habe jetzt mal auf die Uhr gesehen, Super. 17:55. Also ich glaube, das war eine Punktlandung, Chris. Super, super, super. Also absolute Punktlandung und auch das Feedback ist bisweilen sehr, sehr positiv im Chat. Also durch die Bank weg, super. War auch mal eine ganz andere Art von Vorstellung, was uns ja auch wichtig ist. Neben eben radikalem Index-Trading oder auch viel Forex ist natürlich auch die Aktie selbst das Vehikel schlechthin und der Long-Only-Ansatz oder der Bias ist natürlich auch zu präferieren und dass man das eben auch statistisch ein bisschen unterwandert, eben auch dann mit der VathLab Software, die ich auch noch kenne aus unseren Vermögensverwaltungszeiten oder besser gesagt, wo ich vielmehr in unserer JFD-Vermögensverwaltung aktiv war, kam die auch zum Einsatz. Die kenne ich daher eigentlich sehr gut und auch mal, wie gesagt, eine ganz andere Betrachtungsweise. Insofern super, super. Es sind auch gar nicht viele Fragen aufgekommen. Ich habe überdies die Links parallel in das Webinar beziehungsweise in den Chat vom Webinar reingestellt. Das war jetzt aber auch Schlag auf Danke. Schlag. Das nächste Mal, Thomas, musst du mir das mal im Vorfeld zuschicken. Das hörte ja gar nicht auf. Also erstmal auch vielen Dank an die reichhaltigen Angebote, die du hier in die Verbindung zauberst. Ich habe auch bei der 3x3-Methode festgestellt, dass der Download nur 30 Minuten funktioniert. Ist das richtig? Ja, es ist nicht ganz so streng, dann klickst du einfach nochmal drauf. Das ist Okay. irgend, das sollte eigentlich nicht mehr so sein. Das war irgendein Fehler, der hat sich aber da irgendwie scheinbar hartnäckig gehalten. Einfach nochmal klicken, den Link. Also so Super. eng haben wir es nicht, ja. Okay. Das war wie so der Last-Minute-Button sozusagen. Denke mir, okay, das Ja. hast du gar nicht erwähnt. Ich habe es auf der Seite gesehen, als ich sie reingegeben habe. Also perfekt an der Stelle. Lasst uns vielleicht noch zwei, drei Fragen kurz Ja, bitte. abholen hier und zu Beginn der Fragerunde die Info. Ah, ja, wir zeichnen das Webinar natürlich auf. Es war, wie gesagt, auch ein Webinar der anderen Art. Jeder Teilnehmer bekommt dies im Nachgang, inklusive auch Okay. nochmal einer, Sehr sage ich schön. mal, Verweisung auf die Links. Da müssen wir eben schauen, wie wir das strukturell machen. Aber auf jeden Fall gibt es das Paket nochmal im Nachgang an alle Teilnehmer, weil die Frage kam auch das ein oder andere Mal schon auf, wie es denn hier möglich ist, das Webinar nochmal zu schauen. Da gibt es eine Aufzeichnung, was für Möglichkeiten der Kontaktaufnahme gibt es. Gleich mal vorweg, auch das, was du eingestreut hattest im Rahmen dessen, dass wir durchaus Anschlusswebinare mit vertiefenden Einblicken machen sollten, könnten, etc., ist auf jeden Fall auf positives Feedback gestoßen. Das heißt, hier bin ich gern bereit, da auch Thomas dir die Tür erneut und immer wieder zu öffnen. Ich denke, das Thema kam gut an. Insofern auf jeden Fall an der Stelle hier direkt nochmal nachhaken, wenn ihr, liebe Teilnehmer, Wünsche habt oder auch der, der das auf YouTube im Nachgang seht, immer ganz gern da uns auch gern die Info geben, was ihr euch da gern wünscht. Auch vom Thomas vielleicht, dass wir das in der Allgemeinheit mal durchexerzieren. Auf jeden Fall eine super, super Idee. Und Quantität und Qualität, ganz wichtige Themen im Training, hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Wer lange genug dabei ist, weiß, dass es nicht die Anzahl ist, die hier das große Geld bringt oder auch den großen Renditeberg in Bewegung setzt, sondern eben vielmehr hier das ausgewählte, selektive Trading und hier mit dem statistischen Vorteil zu agieren, ist super, super immens und sehr, sehr wichtig. Ist auch etwas, was ich ja, am Anfang nicht gemacht habe, aber im Laufe der Jahre ist das etwas, was man da definitiv verinnerlicht und mehr ist denn dann weniger. Auch wenn ich zugeben muss natürlich, dass wir als Bank Broker-Aktivitäten natürlich vom Kommissionshandel hier leben, aber die Aktien sind ja bei uns eh sozusagen eine ja, kostenfreie Offerte, wo wir auch einfach sagen, okay, hier sollte auch jeder Anleger eben ausgewählt agieren und nicht Harakiri-Trading betreiben, weil uns eben auch der Erfolg des Kunden da am Herzen liegt. Und das ist sicherlich nicht der Fall, wenn man hier im Millisekundentakt, auch so schön es ist für uns als Handelsplattform, wenn wir Kommission verdienen, jetzt nicht von den Aktien gesehen, eben von klassischen Indexprodukten oder Währungshandel, ist es eben nicht zielführend, wenn das Konto da vernichtet wird. Und da muss man eben einfach auch in der Ruhe liegt die Kraft vorgehen. Insofern lasst uns kurz zu den Fragen kommen. Zumal, die kam relativ frühzeitig, war einmal die Frage, über welchen Zeitraum du den großen Backtest hast laufen lassen. Ich glaube, der ging bis 99 zurück, also grob 20, 21 Jahre, oder? 20 Jahre war der Testzeitraum, ja, richtig. Genau, und da hat dann witzigerweise vorher, also das war jetzt eine Frage von Helge, nee, Helga, verzeih, Helga an der Stelle. Wir haben auch einige Damen am Start, freut mich auf jeden Fall. Das Thema also hier auch wirklich interessant für alle an der Stelle, weil es in der Regel ja so ist, dass der Männeranteil überwiegt. Aber wir haben heute viele Damen, das wird wahrscheinlich an dir liegen, Thomas, dass die Damen deinen Ausführungen lauschen wollten. Aber die Frage zuvor da war noch vom Ralf, nämlich warum der lange Zeitraum 20 Jahre? Das könnte ich jetzt auch beantworten, aber schieß mal los, warum der lange Zeitraum 20 Jahre? Naja, ich meine, das ist jetzt,
auch Geschmackssache, sage ich jetzt mal, wie lange zurück man backtestet, ja. Und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, Backtesting, Quantitative Analyse, dann wird man draufkommen, dass es einfach auch hier natürlich um Fakten geht. Die kann ich ja beurteilen. Ich sehe, ob ein Trading-System funktioniert oder nicht. Aber gewisse Dinge macht jeder Entwickler anders. Und wenn jetzt einer sagt, ich mache 20 Jahre Backtest, sagt der nächste, ich mache 50 Jahre. Und ein anderer sagt, na, mir genügen 10 Jahre. Also hier gibt es kein richtig und kein falsch. Aber tendenziell ist es halt so, dass ich schon einen langen Backtesting-Zeitraum, einen Beobachtungszeitraum bevor weil ich einfach hier mehr Datenmaterial habe. Und gerade der Anfang der 2000er Jahre war eine sehr interessante Zeit, weil wir hier fast 3 Jahre hatten, wo die Märkte wirklich immer wieder nach unten liefen. Von Mitte 2000 bis, glaube ich, 2003 ging es ja nur nach unten. Da war 9/11 als Einzelereignis sehr interessant. Da kann man schauen, wie sich ein Trading-System in so einer Zeit verhalten hat. Ja, wir haben dann die Finanzkrise drin, 2008, 2009. Also nochmal, wie gesagt, natürlich, je mehr Daten, desto besser. Andererseits, jetzt bis in die 70er Jahre oder 60er Jahre zurückzutesten, macht jetzt wenig Sinn aus meiner Sicht, weil damals war die Welt noch eine andere. Da gab es ja nicht einmal nur Computerhandel. Also man muss halt, glaube ich, den Spagat finden oder den Ausgleich finden zwischen einerseits viele Daten, viele Stichproben. Na, je länger ich zurückgehe, desto mehr Stichproben habe ich, ist gleich einzelne Trades, aber eben auch noch sinnvoll. Und das ist für mich 20 Jahre. Wenn es jetzt 15 Jahre sind, ist auch gut, ja. Kann man jetzt eben drüber diskutieren. Auf jeden Fall bin ich bei dir. Ich bin ja auch Fan von Saisonalitäten, Wiederholungsmustern dieser Ja. Art. Da geht es ja auch zum Beispiel, diese Lieblingsaktie von mir ist die Amgen, die auch bis in die 80er Jahre zurückreicht. Da ist natürlich genau der Punkt der, da war die Zeit eine ganz andere, sowohl in der Abwicklung auch als vom Handelsvolumen. Das ist natürlich dann wirklich die Frage, wie weit gehst du zurück? Obgleich du natürlich auch eine gewisse statistische Relevanz brauchst an Datenmaterial, um überhaupt irgendeinen Edge zu finden am Ende des Tages. Aber grundsätzlich ist das immer die Königsfrage. Was ist denn hier nun der richtige Weg? Ich glaube, da ist auch viel, sage ich mal, experimentelle Freude gefragt, um eben da nicht zu überoptimieren, aber da eben auch seinen Weg zu finden, wie man eben statistisch wirklich einen Vorteil zieht. Und ich glaube, da kann man viel von dir lernen. An der Stelle auch gleich die Frage von Marco: Benötige ich für das Angebot von Herrn Wittner ein MT5-Konto? In dem Fall dürfte das auch mit dem MT4-Konto gehen. Hier hätte vielleicht der Tipp an der Stelle auch einfach mal zur Aufklärung: Der Aktienhandel selbst ist bei uns oder generell, wenn man mit echten physischen Dividendentiteln handelt und nicht mit anderen Produkten, nur über den MetaTrader 5 machbar. Das ist einerseits eben begründet dadurch, dass der MetaTrader 4 in seiner Underlying-Anzahl limitiert ist, wegen einem 32-Bit-System, was dieser darstellt. Der MetaTrader 5 ist ein 64-Bit-System und ist natürlich auch hier ausgelegt für eben nicht den klassischen, sage ich mal, CFD und Forex-Handel only, wie eben der MetaTrader 4 seinen Ursprung fand, sondern der MetaTrader 5 ist da eben offen und kann hier viele, viele Asset-Klassen und Underlyings einfügen. Und zumal auch an der Stelle wichtig zu wissen für viele Fans, dass der MetaTrader 5 ja auch eine ganz andere Backtest-Maschinerie an den Start legt. Man kann hier viele Parallel-Backtests fahren und natürlich diesen MetaTrader 5 auch programmieren. Das wäre sicherlich für dich auch mal ein Punkt für jetzt mittel- bis langfristige Ausrichtung, aber der MetaTrader selbst eignet sich ja zur algorithmischen Entwicklung. Expert Advisor ist hier das Stichwort, und in deren Anwendung natürlich zur Umsetzung. Und hier kann man auch viele, viele ja, Vorteile des MetaTrader 5 einsetzen. Aber das Angebot selber ist sozusagen hier natürlich der MetaTrader 4 wie 5, unabhängig dessen, aber den 5er braucht ihr, wenn ihr die echten Aktien handeln wollt. Schlichtweg, weil über 1024 Symbole geht es jetzt eben nicht. Und das ist eben das, wo wir mittlerweile 1500, 1600 Symbole haben und die sind eben alle multi-asset-technisch nur im MetaTrader 5 abrufbar, wie eben auch die echten Aktien. So. Genau, der MetaTrader ist auch nicht multikanalfähig. Also es ist auch einfach eine ältere Software. Der 5er und der 4er sehen sich zwar ähnlich optisch, aber der 5er ist schon ja, eine klare Weiterentwicklung. Überdies der MetaTrader 5, nee, halt der 4 von MetaQuotes auch gar nicht mehr als Lizenzoffer angeboten wird. Also alle Broker, die jetzt an den Start gehen, würden oder dürfen ohnehin nur noch den 5er anbieten. Also so nach und nach findet da eben Changing statt. So, ansonsten. Ihr seid spitze, sagt die Yvonne. Danke, das obliegt wahrscheinlich mehr auch dir, weil du hast hier den Großteil gestemmt, Thomas, auf jeden Fall. Vielen Dank für das Webinar Danke. durch die Bank weg. Es ist, wie gesagt, hier definitiv gut angekommen, sehr interessant, sehr gutes Webinar, freut mich auf jeden Fall. Ich kann das nur bestätigen, ganz andere Herangehensweise, auch mal ein ganz anderes Case aufgerufen. Und insofern, du hast den Slide jetzt hier noch die ganze Zeit da repräsent, freue ich mich auch, dass du uns vielmehr
den JFD-Kunden auch hier die Möglichkeit gibst, einen Benefit einzufahren und da wirklich auch guten Bonus und Beschrägstrich, Bonus ist das falsche Wort, vielmehr einen Vorteilspreis einräumst. Und da auch vielen Dank an dich. Und ich würde sagen, wir wollen es gar nicht Gerne. in die Überlänge ziehen, denn tatsächlich hast du sonst alle Fragen abgearbeitet während des weiteren Ausführens. Wo es um die Einstellung vom RSG ging und dergleichen, das hast du dann praktisch schon in der Okay. weiteren Bearbeitung aufgelöst. Also insofern alles wunderbar. Ich kann nur sagen, danke an der Stelle. Wie gesagt, Aufzeichnung gibt es, Angebots auf, vielmehr Übersicht gibt es auch noch on top. Das wirst du wahrscheinlich morgen dann per E-Mail erhalten. Seid daher wachsam. Und insofern kann ich nur sagen, wenn ihr einen fairen Marktzugang wollt, kommt zur JFD Bank. Ihr seht, wir haben tolle Partner mit tollen Angeboten, tollen Tools und tollen Vorgehensweisen. Deswegen vielen Dank, Thomas. Für dich, an dieser Danke, Stelle. Chris. Ich wünsche dir einen schönen Montagabend. Bist du denn im Wiener Raum derzeit? Ja, ich bin hier in Wien in meinem Trading Office Super. und ja, ich mache jetzt den Feierabend. Wird auch Zeit, da habt ihr es gehört. Er hat zwar natürlich sehr Hochdeutsch gesprochen, das weiß ich am Thomas auch zu schätzen, weil der Wiener Slang sozusagen ist ja dann doch manchmal noch ein bisschen gewürzter, aber hervorragend, wie gesagt, super verständlich und ich denke, das Thema hast du auch hervorragend rübergebracht. Also, in dem Sinne, allen auch einen schönen Danke für das Feierabend. Kompliment. Definitiv, muss Euch man auch. sagen. Schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum Danke. nächsten Mal. Ciao dabei. Macht es gut. Ciao, ciao.